Freunde, euer Simon hier, es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein sehr spannendes, wahrscheinlich aufgeregt geklicktes Thema gerade, und zwar: Was halte ich eigentlich von Fitness-YouTube, besonders von Fitness-YouTube Deutschland? Und bevor ich starte, bevor ich mit dem harten Video starte, denkt an die kleine Shaker-Aktion, kleine Werbung an dieser Stelle. Macht mir Freude, immer so kleine Aktionen zu machen. Also schlag dazu, diese Woche nur noch so. Was halte ich von Fitness Deutschland? Was halte ich von Fitness-YouTube? Und viele vielleicht, die auf dieses Video geklickt haben, und ich weiß es ganz genau, denken jetzt: So, Simon, endlich, mach sie fertig, mach Fitness-YouTube fertig, so ein Schrott. Die wollen alle nur, einbegriffen, das sagen nämlich auch viel über mich, die wollen alle nur abzocken, die wollen alle nur ihre Trainingsprogramme verkaufen, die lügen, die wollen die Leute verwirren mit ihren Trainingsvideos, die wollen uns alle nur verrückt machen, und das ist alles Müll, das ist alles Blödsinn. Und es gibt so viele Videos, die genau das sagen. Also es gibt ganz viele Leute, die zeigen mit dem Finger auch besonders auf andere Leute und sagen: Guck mal, der will nur das machen, der will nur das machen, der will euch damit verblenden und so weiter. Und wenn ihr wegen dieses Gedankens auf dieses Video geklickt habt, muss ich euch leider enttäuschen. Vielleicht an erster Stelle: Euer Leben wird nicht besser, wenn es irgendjemandem anderen vielleicht schlechter geht, oder wenn ihr denkt: Oh, guck mal, dem geht's schlecht, oder der hat das und das gemacht, und euer Leben wird dadurch nicht besser. Deswegen konzentriert euch bitte auf euer Leben und auf eure Richtung und versucht, das Beste daraus zu machen. Und Fitness-YouTube kann unglaublich viel tun. Warum mache ich dieses Video? Vielleicht bitte nicht abschalten, und das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich habe, als ich dieses kleine Fastenexperiment gemacht habe, als ich nichts gegessen habe, gar nichts, habe ich so richtig gemerkt, wie sehr ich Essen vermisse, als ich es eben nicht hatte. Und ich habe genau bei Fitness-YouTube genau das Gleiche gedacht. Viele meckern rum, viele sagen diese Punkte, und ich will nicht sagen, dass alles gut ist, um Himmels Willen, aber ich komme noch aus einer Zeit, wo es kein Fitness-YouTube gab, wo es insgesamt kein YouTube gab, wo man sich Trainingstipps irgendwo anders holen musste. Und ich will jetzt einfach mal so ein bisschen Step by Step diese Vorwürfe mal durchgehen, die viele dem ganzen Fitness-YouTube-Ding vorwerfen. Kommen wir vielleicht erstmal zum ersten Punkt. Der wird immer sehr, sehr gerne vorgeworfen. Fitness-YouTuber oder insgesamt die ganzen Leute, die wollen euch doch nur etwas verkaufen. Die wollen euch Schrottprodukte verkaufen. Und das ist absoluter Quatsch. Das ist absoluter Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Früher, wo haben wir unsere Informationen herbekommen? Ich bin auch so die Generation, die hat wahnsinnig viel Geld. Auch, da komme ich auch gleich zu, wahnsinnig viel Geld für Flex Magazines, für Flex Sportrevue und Muscle and Fitness. Das waren die drei Magazine, die waren sehr, sehr teuer. Und wenn ich mir da die Werbung anschaue, ich habe so eine kleine Sammlung von Sportrevuen, sogar noch von 93 so bis 98 oder so, habe ich sogar noch ein paar alte Sachen da liegen. Wenn ich mir da die Werbung angucke, da will euch jemand Schrott verkaufen. Ganz klar, da stehen die Riesen-Bodybuilder, zeigen auf irgendwie ein völlig unterdosiertes Zeug. Aus heutiger Sicht auch, und das wusste man damals auch, völlig schlecht zusammengemischt. Irgendwelche Weight-Gainer, die wirklich zum 80-90% wirklich aus Zucker bestanden. Ganz geringer Eiweißanteil, oder irgendwelche, weiß noch, Kreatin, XT und so, und mit Vanadyl zusammen und so. 10 Kilo Muskelmasse in 8 Wochen. Ich habe daran geglaubt, weil es eben nur dieses Magazin gab. Das heißt, ich konnte keine Kommentare lesen, ich konnte nicht Meinungen dazu. Das Magazin war da, und da hat mir der Bodybuilder das gesagt, der Riese, und ich habe das geglaubt und ich habe das gekauft. Damals wurde versucht, so etwas zu verkaufen. Heutzutage ist diese durch YouTube, durch Fitness-YouTube, durch eure Kommentare besonders, ist das Ganze so transparent, so gläsern geworden, dass ihr könnt nicht mehr auf Schrott reinfallen. Googelt mal, oder nicht googelt, gebt mal bei YouTube irgendwie Testo Booster ein. Ihr werdet zig Videos von Fitness-YouTubern sehen, die alle sagen: Leute, das bringt nichts, oder irgendwelche Detox-Tees. Gebt das einfach mal bei YouTube ein, dann werden euch eben diese Fitness-YouTuber sagen, dass es eben nichts bringt. Die werden euch aber auch sagen, dass irgendwie ein Eiweiß und so weiter, werden euch das erklären und wollen euch da vielleicht über ihren Code, die müssen das ja irgendwie finanzieren, werden euch da natürlich irgendwo was Sinnvolles verkaufen wollen, aber werden euch dadurch aufklären, und die Kommentare darunter werden euch aufklären. Die ganzen Likes zu Dislikes werden euch aufklären, und das ist eben sehr, sehr gut so. Das heißt, ich finde,
Fitness-YouTube bringt es oder führt sogar dazu, dass ihr keinen Schrott mehr kauft. Schaut euch mal andere Länder ein. Ich rede jetzt speziell von Deutschland. Guckt euch mal andere Länder an, was da tatsächlich für unterdosierte Sachen verkauft werden. Guckt euch mal selbst in Europa die ganzen Produkte an. Guckt euch mal deutsche Produkte an. Es gibt bei Fitness-YouTube-Content gibt es wirklich Reviews und so weiter, wo ganz klar gesagt wird, es ist zwar ein guter Stoff, aber völlig unterdosiert. Ab wann macht das Ganze Sinn und so weiter? Gegen die Leute, wo ihr gegen schießt, die sagt, wo ihr sagt, irgendwie die wollen euch was verkaufen, die haben euch vielleicht dazu gebracht, mal ein bisschen genauer das Ganze zu recherchieren. Deswegen, also, wollen euch nur etwas verkaufen. Absoluter Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Zweite Sache, wollen nur irgendwelche Trainingsprogramme verkaufen oder wollen irgendwelche, wird mir auch oft vorgeworfen, Leute, ich habe gar kein Trainingsprogramm mehr. Ich habe damit gestartet und ich werde tatsächlich, weil die Nachfrage so groß ist, in Zukunft, wie gesagt, noch was machen. Ich sitze da an was ganz Schönem dran, aber ich habe seit Jahren gar kein Trainingsprogramm. Ich verkaufe gar kein Trainingsprogramm. Ich gebe euch kostenlosen Content, den, wenn ihr etwas klug seid und euch den zusammenschnürt, weil nicht jeder ist gleich, ihr müsst den auf euch zuschnüren, habt ihr kostenlosen Trainingscontent, kostenlos. Das, wofür wir früher zig Euro bezahlt haben und was völliger Käse war. Ich habe so heiß darauf gewartet, damals Ronnie Colemans Arm-Workout. Dann waren da irgendwie so 10 Übungen in einem Workout, alles für den Bizeps und da stand nicht, dass das für mich nicht sinnvoll ist. Yeah. Ich habe es geglaubt, das war mein Bizeps-Workout und ich habe das nachtrainiert und es war Blödsinn. Und heutzutage habt ihr kostenlosen Trainingscontent, absolut kostenlos und ihr beschwert euch. Und ich kann es nicht verstehen zum Teil und es ist auch kein Rum-Mimimi-Video oder so. Nein, ich möchte ganz im Gegenteil, ich möchte, dass ihr dafür etwas mehr Dankbarkeit zeigt. Nicht nur, nicht für mich, um Himmels Willen. Ich werde auch gleich noch dazu sagen, dass ihr eure Leute unterstützen sollt, dass ihr vielleicht tatsächlich, wenn ihr in Whey kauft oder wenn ihr ein Kreatin kauft, wenn ihr Creapur kauft, guckt doch nicht, dass ihr einen 2 Euro spart und den von irgendeiner gesichtslosen Marke irgendwo bei eBay kauft oder sowas. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Schaut doch, gebt doch diesen 1 Euro irgendwo weiter und kauft es bei dem YouTuber, sage ich mal, oder bei dem Influencer, der euch vielleicht irgendwo weitergebracht hat. Der muss ja seinen Content auch irgendwie finanzieren. Deswegen unterstützt die Leute mit Produktkauf, unterstützt die Leute mit einem Daumen nach oben. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Klickt doch auch mal da drauf. Vielleicht, wenn der Titel euch nicht ganz so interessiert, kommentiert doch mal darunter. Bringt doch diesen Content ans Laufen und seid nicht nur undankbar, sondern gibt dem Ganzen ein bisschen, nicht nur mir, allen YouTubern, weil es gibt so unglaublich viel. Ich weiß damals, wie schwierig es war, an guten Fitness-Trainings-Content zu kommen. Und deswegen der zweite Punkt, wollen euch nur irgendwelche Trainingssoftware verkaufen? Blödsinn. Absoluter Blödsinn, Blödsinn, Blödsinn. Dritter Punkt, wollen euch verblöden, wollen euch verblenden, wollen euch irgendwie irgendwas Falsches erzählen. Wie bei Punkt 1, ganz im Gegenteil. Absolut, diese Transparenz, diese Informationsvielfalt, diese Art der Kommunikation und Interaktion auf YouTube. Ich liebe es. Ich liebe es, weil ich damals, ich werde es nie vergessen, ich glaube 94 oder so, auf Sat 1, ich glaube bei irgendeiner Talkshow, war da nicht Mike Menzer, ich blende ihn kurz ein. Ich komme nicht auf den Namen, der Riesen-Bodybuilder, der Deutsche, der damals, und er hat wirklich, er wurde gefragt, bist du natural? Und er sagte, ja. Herr Münzer sagt damit nichts. Das habe ich mir schon gedacht. Und es ist auch jetzt, ich möchte auch nicht sagen, dass der Andi Münzer Anabolika nimmt, aber im Großen und Ganzen. Und ich habe damals wirklich gedacht, ja, das geht. Ich dachte auch bei Ronnie Coleman oder bei den ganzen superschweren Jungs, ich dachte wirklich, das geht. Heutzutage wissen wir eben durch die Aufklärung, dass sowas nicht funktioniert. Wir wissen, was funktioniert, was nicht. Wir haben eine so krasse Aufklärung, auch bei Trainingslehre, auch bei Wirkstoffen und so weiter, durch Fitness-YouTube Deutschland und so weiter, eine Aufklärungsarbeit, auch wie gesagt an der Stelle, auch ich finde wirklich, hier sowas, was Matthias Clemens gemacht hat und so weiter, da aufzuklären zum Beispiel, wirklich zu zeigen, dass in den Produkten irgendwie gepuncht wird und so. Das gäbe es ohne Fitness-YouTube nicht. Und ihr profitiert davon. Nur ihr, weil ihr praktisch als Konsumenten dafür das bekommt, wofür die arbeiten. Deswegen nicht mit dem Finger zeigen. Man zeigt so gerne dann auch bei dem Genannten, boah, guck mal, der macht so und so viel falsch. Vergisst aber, wie viel Gutes ihr davon habt.
Und man ist dann immer so unglaublich schnell undankbar. Ein Punkt zum Beispiel noch, der Fitness-YouTube oder für den Fitness-YouTube steht, ist zum Beispiel insgesamt die Anerkennung dieses Sports. Fitness-YouTube hat dazu geführt, nicht nur durch einen Hype, der irgendwo, weiß ich nicht, 2013, 14, 15 da gewesen war bei den ganz jungen Leuten. Nein, Fitness-YouTube, ich sehe es zum Beispiel auch in meinem Kanal, ich kann euch auch irgendwie so ein bisschen ein paar Statistiken einblenden. Viele sagen, ja, das gucken doch nur unter 18-Jährige. Ich habe, glaube ich, 3 oder 4% der Zuseher sind unter 18 und auch nur ein kleiner Teil oder ein kleinerer Teil ist, ich glaube, zwischen 18 und 25. Der Großteil ist über 25 bei meinem Kanal und ich weiß, dass es bei anderen Kanälen auch ähnlich ist zum Teil. Und das zeigt, dass diese Fitnessgeschichte vielleicht auch, weil man durch ein Rezeptvideo da drauf kommt oder weil man vielleicht sich mal über gesunde Ernährung oder irgendwas informiert, dann kommt man auch dadurch zu den Sporten und sieht, hey, das sind ja Leute, die können sich ausdrücken. Das sind vielleicht auch zum Teil unternehmerische Leute. Das sind Leute, die haben Ahnung, wovon die reden. Und dann bringt diese Fitness-YouTuber bringen dann tatsächlich diesen Bodybuilding-Sport von diesem doofen Bodybuilder mit Pumperhose oder so weg, wirklich zu einem anerkannten Sport, weil man plötzlich durch die Informationen sieht, hey, da ist ja wirklich was dran. Hey, Sport, der hat ja recht. Das ist ja wirklich ganz gesund, wenn man trainiert und wenn man sich gesund ernährt. Das hat ja vielleicht Auswirkungen auf meine Arbeit und so weiter. Ihr glaubt nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme von Älteren, von Leuten, die gesagt haben, Simon, durch dich habe ich wirklich eine ganz andere Ansicht auf diesen Sport gefunden und machen ihn dann auch. Und nicht nur durch mich, sondern insgesamt durch Fitness-YouTube haben wir, ich sag mal wir und auch meine Vorreiter oder auch die Vorgänger, haben es geschafft, wirklich diesen Fitness- und Bodybuilding-Sport ja einfach sozial tauglicher zu machen, ein bisschen anerkannter zu machen. Und ich bin da so dankbar für. Ich bin da so dankbar für. Man schießt immer auch gegen die Leute, die das so eigentlich nach vorne gebracht haben, die das auch am Anfang gehypt haben. Man vergisst, dass es ohne die Leute uns vielleicht nicht gäbe und viele von euch wären gar nicht zu dem Sport gekommen. Ein riesen, riesen, riesen Punkt. Und deswegen, meine Freunde, ihr, die da draußen zuseht sozusagen, das, was ich gerade gesagt habe, unterstützt die Leute, schießt nicht nur gegen die, zeigt nicht mit dem Finger auf die, denkt nicht, die wollen euch was Böses oder so, ganz im Gegenteil. Natürlich, die müssen ja ihren Content finanzieren, deswegen unterstützt die. Das, was ich gerade gesagt habe, unterstützt eure Leute. Mit Klicks, mit Daumen, mit Käufen, wenn ihr eh irgendwie was anderes kauft. Unterstützt die Leute, weil ich bin so dankbar, ich selbst bin dankbar für diesen Content. Ich glaube wirklich, dass wenn ihr diesen Content nicht hättet, so wie ich damals beim Essen oder wie ich jetzt vor kurzem beim Essen, ihr würdet ihn vermissen, ihr würdet nicht so gut aufbauen, ihr würdet nicht solche Erfolge machen wie mit diesem Fitness-Content. Und glaubt mir, es ist immer, es ist zum Beispiel jetzt schweife ich ein ganz, ganz, ganz klein wenig ab, aber ich würde euch sowieso empfehlen, am Ende jedes Tages zu schauen, was ist Gutes passiert an diesem Tag. Das ist auch so ein Tipp, den ich dir ganz viel gegeben habe, damals auch, als ich als Psychologe noch gearbeitet habe. Man erinnert sich sehr, sehr schnell an negative Sachen. Jemand kann sein ganzes Leben lang irgendwie gute Sachen machen, besonders wenn man zum Beispiel auch eine Beziehung hat oder ähnliches. Überlegt mal, eure letzte Beziehung. Eigentlich war die toll. Und dann passiert zum Schluss irgendwie was Blödes und das Blöde bleibt so im Gedächtnis, dass man die ganze Beziehung als negativ abhakt und zack, alles war schlecht. Dabei war nicht alles schlecht. Erinnert euch an die positiven Dinge. Erinnert euch bei den Fitness-YouTubern vielleicht auch an die positiven Dinge, die sie geleistet haben und denkt nicht nur, die eine Sache, die vielleicht negativ gelaufen ist, macht diesen ganzen Charakter aus. Oder das eine Negative, was passiert ist, steht jetzt für ganz Fitness-YouTube. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Konzentriert euch ein bisschen auf die positiven Sachen. Es gibt so vieles. Und deswegen stehe ich jetzt auch vor der Wand, weil das nicht nur ein Video sein wird. Das ist wie so ein Start, nicht nur einer ganzen Reihe, sondern meiner ganzen Auslegung meines ganzen Kanals. Ich werde mir jetzt auch nicht nur meine Meinung zu Fitness-YouTube, ich werde mir wirklich mal Charaktere rauspicken. Ich werde mir mal einzelne, schreibt mal drunter, wer euch am meisten interessiert. Ich werde euch mal einen Charakter rauspicken und ohne irgendwie Namen verfremden. Nein, ich werde ganz knallhart sagen, meine Meinung zu und werde aber nur positive Sachen sagen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie viel Positives an jedem Einzelnen, wo ihr vielleicht nur Negatives erstmal draufhauen würdet, wie viel Positives es da gibt. Und da habe ich so Bock drauf. Und viele werden das überhaupt nicht verstehen, warum ich das machen will. Und viele werden vielleicht sagen Arschkriecherei oder irgendwas. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube sehr, sehr fest an Sachen wie Karma, an Sachen wie wirklich, wenn du Gutes säst, wird dir Gutes widerfahren und so weiter. Und ich möchte wirklich, dass ihr das Ganze viel positiver in Erinnerung behaltet und auch in einfach positiver anschaut in Zukunft. Deswegen schreibt mal drunter, wen ich mir da erst vornehmen soll, aber vornehmen in einem ganz, ganz positiven Rahmen, weil an jedem,
selbst an den Personen, wo ihr jetzt denkt, der macht nur Mist, werde ich euch ganz viele positive Punkte aufzeigen, werde euch schöne Videos von denen, auch positive Videos von denen zeigen und so weiter. Ich möchte das Ganze wirklich ein bisschen nach vorne treiben und ich möchte wirklich dafür sorgen, uns Einzelpersonen gibt es nur, weil das ganze Ding irgendwo lebt. Also macht es nicht kaputt da draußen, indem ihr nur kritisiert. Wenn ihr mit Fitness und so weiter nichts am Hut habt, gar kein Problem. Aber die, die Interesse haben an Fitness, an kommentiert, seid da nicht so blöd auch, so blöde Kommentare, bringen das ja nicht weiter. Kommentiert konstruktiv, kommentiert untereinander, wenn da fachliche Fragen sind und so weiter, diskutiert. Ich liebe diese Bewegung der Informationen. Und ihr müsst wissen, ich komme aus einer Zeit, wo es das nicht gibt und da waren wir wirklich. Da wurden wir verblödet, verblendet, da lief einiges falsch. Und das jetzt Ganze auch noch kostenlos. Seid dankbar, gebt ein bisschen zurück. Gerne auch mir, indem ihr vielleicht Artikel kauft oder irgendwie was anderes von mir. Vielleicht Dinge, die ihr sowieso kauft, aber gerne auch bei anderen. Unterstützt die anderen auch super gerne. Ich glaube, das muss groß werden, dieses Fitness-YouTube-Ding, dieses aufgeklärte Ding. Ich liebe das, meine Freunde. Dieses Video war mir sehr wichtig, lag mir sehr am Herzen, ehrlich, absolut hundertprozentig. Und in diesem Sinne, meine Freunde, bleibt dabei, abonniert den Channel, Daumen nach oben, Kommentare schreiben, schaut bei Facebook, Instagram vorbei. Besten Supplements, mein reinstes Herz steht hinter meinen Supplements, Body Peak Nutrition, die besten Klamotten, VIP, weil da kommt auch viel Neues auf euch zu. Bis dahin, euer Simon. Put em up now, yeah, bring it on good time, hey, I say the good times, we gonna get it on, the time is here now, so come with it.